Am Wort Hubert Fuchs von der FPÖ. Geschätzte Österreicher und Österreicherinnen, ich spreche ebenfalls zum Tagesordnungspunkt 4. Zum Bundesfinanzgericht darf mich bei dieser Gelegenheit auch bei der Präsidentin des Rechnungshofes sehr herzlich für die sehr gute Analyse bedanken. Und ich darf auch über die Dauer der Rechtsmittelverfahren referieren, was eigentlich das größte Problem des Bundesfinanzgerichtes, aber nicht die Schuld des Bundesfinanzgerichtes ist. Ziel muss es sein, dass sowohl auf Ebene des Bundesfinanzgerichtes, des BFG, als auch auf Ebene des Finanzamtes Verfahren schneller abgeschlossen werden. Schnellere Verfahren wäre eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Erstens, schnellere Verfahren führen schneller zur Rechtssicherheit, und Rechtssicherheit ist ein entscheidender Standortfaktor. Rechtssicherheit bedeutet auch Planungssicherheit. Zweitens, schnellere Verfahren reduzieren den internen und externen Verwaltungsaufwand. Und zu guter Letzt drittens, schnellere Verfahren bewirken auch, dass die Steuereinnahmen früher fließen und dass die Einbringlichkeit dementsprechend weniger gefährdet ist. Es geht hier immerhin um ausgesetzte Beträge im Rechtsmittelverfahren von rund 2 Milliarden Euro. Was sagt das Bundesfinanzgericht dazu? Ich zitiere aus dem Rechnungshofbericht: Laut Stellungnahme des BFG sei die angestrebte Beschleunigung der Rechtsmittelverfahren insbesondere wegen der schleppenden Nachbesetzung von Richterposten durch das Ministerium, der Nichtbesetzung von Verwaltungspersonal und unzureichender IT-Anwendungen nicht erreicht worden. Ende des Zitats. Eigentlich ist der Finanzminister verpflichtet, Richterposten möglichst 3 Monate vor, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Freiwerden einer Planstelle auszuschreiben. Und im Rechnungshofbericht ist festgehalten, dass sich das Finanzministerium, der Finanzminister an diese Vorschrift schlicht und einfach nicht gehalten haben. Von den 19 Schlussempfehlungen des Rechnungshofes betreffen 7, also rund 37%, die IT, für welche das Finanzministerium verantwortlich zeichnet. Und dies verwundert umso mehr, als Bundeskanzler Kurz und Bundesministerin Schramböck immer wieder betonen, wie wichtig ihnen die Digitalisierung ist. Diese Fakten zeigen aber, dass das alles nur Lippenbekenntnisse sind. Lassen Sie mir noch ein paar ergänzende Anmerkungen zur Verfahrensdauer vor dem Bundesfinanzgericht machen. 42% der BFG-Verfahren dauern 3 Jahre oder mehr. Die Anzahl der Erledigungen mit einer Verfahrensdauer von mehr als 5 Jahren sind 1.357 Verfahren, und 49 Verfahren dauern länger als 10 Jahre. So geht das nicht, das ist standortfeindlich, und bei Unternehmen geht es ja nicht immer nur um einfache Geschichten, sondern sehr häufig um Steuerfragen, die eben nicht nur den verfahrensgegenständlichen Zeitraum betreffen, sondern natürlich auch viele, viele Jahre danach relevant sind, wie zum Beispiel bei den Verrechnungspreisen. Und wie soll da ein Unternehmer vernünftig ohne Rechtssicherheit planen können, wenn eine Entscheidung möglicherweise erst noch 3, 5 oder mehr als 10 Jahren vorliegt? Derartig lange Verfahrensdauern sind unternehmerfeindlich, sie sind standortfeindlich, und der Finanzminister trägt hier die Verantwortung. Der Finanzminister muss hier Sorge tragen, dass das BFG die notwendigen finanziellen und personellen Mittel erhält. Eine moderne IT-Architektur sollte ohnehin selbstverständlich sein, und Standortfaktoren und Digitalisierung dürfen nicht reine Lippenbekenntnisse sein. Vielen Dank. Schnellere Verfahren würden den Verwaltungsaufwand im Bundesfinanzgericht reduzieren und dafür sorgen, dass Steuerbeiträge schneller eingehoben werden können, betont Hubert Fuchs. Er ist im FPÖ-Club für die Bereiche Budget und Finanzen zuständig.